Stoische Haltung. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und Fähigkeiten. Was ist eine stoische Haltung? Stoische Haltung heißt einfach stoisch, man spricht auch von stoischer Ruhe, stoischer Gelassenheit. Und das bezieht sich auf eine Lebensphilosophie im alten Griechenland, die heißt die Stoa. Sie wurde begründet von einem namens Zenon. Und gerade im alten Rom wurde diese Stoa zu einer Philosophie einer ganzen Gruppe von Menschen, die sich über die Jahrhunderte hinweg gegenseitig inspirierte. Bekannt für seine stoische Haltung war zum Beispiel Cicero, ein großer Politiker, dem Demokratie und die Republik wichtig waren. Er stemmte sich dagegen, dass Rom in eine Diktatur abglitt und später zum Kaiserreich wurde. Cicero hatte aber auch diese Fähigkeit zu einer stoischen Haltung. Ich werde gleich darauf eingehen, was heißt stoische Haltung. Ein weiteres Beispiel für jemanden, der die stoische Lebenseinstellung hatte und darüber auch Werke geschrieben hatte, war Seneca. Und bekannt ist auch Marc Aurel oder Marcus Aurelius, einer der letzten großen Kaiser, der Adoptivkaiser um 135 nach Christus. Der hatte auch eine stoische Lebenseinstellung, eine stoische Haltung, hat darüber auch Bücher geschrieben oder Werke geschrieben, Lebensphilosophie, Ratgeber gegeben. Ein römischer Kaiser. Eine interessante Sache. Was heißt stoische Haltung? Die stoische Haltung beinhaltet eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, mache deine Gemütsverfassung nicht davon abhängig, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Und zweitens, tue nicht das, was du magst, sondern tue das, was das Richtige ist, was das Gute ist. Das sind die zwei Aspekte einer stoischen Haltung. Man wird zwar heute hauptsächlich sagen, stoische Haltung heißt Ruhe, heißt Gelassenheit, heißt Haltung bewahren. Die Welt mag untergehen, du bleibst der Mensch, der eine stoische Haltung hat, lächelt und bleibt ruhig. Stoische Haltung ist die Haltung eines Weisen, eines Menschen, der es verstanden hat. Aber die stoische Haltung, wie es von den Stoikern selbst formuliert wurde, hat diese zwei Aspekte. Also die erste ist, mach deinen Gemütszustand nicht abhängig von dem, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Lerne deinen Gemütszustand abzukappen davon. Die Sonne scheint mal, es regnet mal. Warum solltest du zum Sklaven vom Wetter werden? Menschen sind mal freundlich, Menschen sind mal unfreundlich. Warum solltest du ausgerechnet die unfreundlichen Menschen eine solche Macht, über dich geben, dass die anschließend deinen Geist beherrschen? Unwürdig. Für die stoische Haltung gehört eine Würde. Und dort sagst du, ich will meinen Gemütszustand nicht abhängig machen von Dingen außerhalb meiner Kontrolle, von Menschen außerhalb meiner Kontrolle und ganz besonders nicht von Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Eventuell, wenn du einen Partner hast, eine Partnerin, die du sehr liebst, dann kannst du ja sagen, von meiner Partnerin, meinem Partner darf mein Gemütszustand abhängen. Das ist okay. Aber der fiese Kollege, der sollte keine Macht über meinen Gemütszustand haben. Da werde ich stoische Haltung bewahren. Und der Stoiker lernt eben auch, eine Haltung der Gemütsruhe herbeizurufen, was auch immer geschieht. Ich habe eine ganze Podcast-Reihe verfasst, eben zum Thema Gelassenheit entwickeln oder der Königsweg zur Gelassenheit. Ich habe auch ein Buch geschrieben, der Königsweg zur Gelassenheit. Da findest du eine Menge Tipps, wie du eine stoische Haltung entwickeln kannst. Geh einfach auf wiki.yoga-vidya.de/gelassenheit und dort findest du alle Links und natürlich auch einen langen Artikel darüber. Der zweite Aspekt der stoischen Haltung ist, tu das, was notwendig ist, tu das, was hilfreich ist, tu das Gute. Tu nicht das, was angenehm ist und tu auch nicht das, was dir Freude bereitet, sondern tu das Richtige. Natürlich, glücklicherweise, kann das Richtige auch Freude bereiten. Natürlich kann das Angenehme auch richtig sein. Aber das sei nicht dein Haupthandlungsantrieb. Überlege vielmehr, in der Situation,
Vor dem Hintergrund meiner überragenden oder übergeordneten Ziele und Anliegen, was ist hilfreich, was ist zweckdienlich? Vor dem Hintergrund meiner Werte, vor dem Hintergrund meiner ethischen Werte, was ist das Richtige? Womit kann ich am meisten Gutes bewirken? Und so wird man nicht aus Gekränktheiten handeln, man wird keine Rache üben müssen, man wird sich nicht in Kleinigkeiten ergehen, man wird kein Prinzipienreiter sein, man wird, all diese Dinge braucht man nicht. Die stoische Haltung überlegt, von einem übergeordneten Standpunkt aus, vor dem Hintergrund meiner langfristigen Ziele und Werte, von meinem Anliegen oder unseren gemeinsamen Anliegen aus, was wäre das Richtige? Was ist das Angemessene? Und der Stoiker sagt sogar, was ich mag oder nicht mag, ist irrelevant, es spielt keine Rolle. Ob jemand freundlich zu mir ist oder nicht, es ist zunächst mal irrelevant, es spielt keine Rolle. Ob etwas gut geht oder schlecht, es ist irrelevant, es spielt keine Rolle. Du kannst es lernen, deinen Gemütszustand selbst so zu haben, wie du es gerne willst. Wie das alles geht, schau nach auf dem Artikel Gelassenheit auf wiki.yoga-vidya.de. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Technik in der Art. Wenn du jetzt nicht jemand bist, der die stoische Haltung schon hat, dann mache dir bewusst, ja, ich reg mich über den auf. Es ist ganz grässlich. Was der wieder gemacht hat, unmöglich. Ich habe gute Gründe, so mich zu ärgern. Auf der anderen Seite, warum sollte ich meinen Gemütszustand von dem abhängig machen? In der Tiefe meines Wesens ist Freude und Liebe. In der Tiefe meines Wesens ist jetzt Freude und Liebe. In der Tiefe meines Wesens bin ich mit allen verbunden. Und auch wenn ich auf der Oberfläche meines Geistes unruhig bin, mich ärgere und auf die Palme gehen kann, ohnmächtig mich fühle, wütend oder traurig, so weiß ich doch, in der Tiefe meines Wesens bin ich verbunden mit allem. In der Tiefe meines Wesens ist Freude. In der Tiefe meines Wesens ist alle Kraft. Und ich tauche jetzt ein in die Tiefe meines Wesens. Ich tauche ein in diese Freude. Und aus dieser Freude, aus dieser Tiefe, aus dieser Energie meines Inneren kommt die Kraft und überflutet jetzt mein ganzes Wesen. Ich spüre wieder neue Energie in jeder Phase meines Wesens. Ich spüre Freude im Herzen. Ich strahle aus. Da mag noch ein bisschen Ärger sein und ich habe guten Grund dafür. Aber aus der Tiefe meines Wesens Freude, Kraft und Energie. Lerne eine solche Technik oder andere Techniken. Mache deinen Glückszustand unabhängig von äußeren Umständen und tue das, was hilfreich und notwendig ist. Mindestens, wenn stoische Haltung für dich ein wichtiges Ideal ist. Es gibt auch andere Weisen, spirituell zu leben. Und ich spreche auch über andere Tugenden als stoische Haltung. Dazu gehört auch Offenheit, Enthusiasmus, Spontanität, Offenherzigkeit, Mitleid und so weiter. Das war jetzt ein Vortrag über stoische Haltung. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. www.yoga-vidya.de